Ich bin hier gerade beim Haus Patmos, beim Tarifauftakt der IG Metall. Wir sind dazu da, um die Verhandlungen der IG Metall zu stützen, damit die Forderungen, die aufgestellt wurden, auch in entsprechender Form durchgesetzt werden können. Wir wollen in dieser Tarifrunde eine neue Altersteilzeit, wir wollen eine Bildungsteilzeit, Zeit und Geld für Bildung für die Beschäftigten und wir wollen 5,5% mehr Entgelt. Wir arbeiten hart dafür in den Firmen und wir leisten gute Arbeit. Das kann man ruhig auch mal mit 5,5% anerkennen. Und irgendwo möchte man auch nicht jeden Cent umdrehen, sondern wirklich ein normales, gutes Leben führen für seine gute Arbeit, die man macht. Die 5,5% sind verdient, weil sie entsprechend der wirtschaftlichen Situation momentan angemessen sind. Was ich mir ganz toll wünsche, ist natürlich, dass ich einen gewissen Anspruch habe, nach der Ausbildung mich weiterbilden zu können, ohne beim Arbeitgeber darum betteln zu müssen. Nur gut ausgebildete Mitarbeiter können auch gute Produkte, sage ich mal, liefern und das liegt auch letztendlich im Interesse des Arbeitgebers. Weil nur über Lohn können wir im Wettbewerb zum Ausland nicht bestehen. Wir müssen hochqualifizierte Mitarbeiter haben. Und wir dürfen uns da nicht abkoppeln lassen. Wir müssen Möglichkeiten schaffen, dass unsere Kolleginnen und Kollegen sich auch weiterqualifizieren können, dass wir in 10 Jahren auch noch top sind. Das ist unser Projekt für die Zukunft. Ja, Deutschland braucht gerade sehr viel Bildung, um wirtschaftlich stabil zu bleiben, weil wir sind natürlich Exportweltmeister und können nicht auf eigene Ressourcen großartig zurückgreifen. Und deswegen brauchen wir einfach diese Bildung. Die dritte Forderung Alterszeit ist dahingehend wichtig, weil Mitarbeiter, die 40 bis 45 Jahre gearbeitet haben, schon verdient haben, entsprechend in Rente zu gehen. Und sie nehmen ja auch monatliche Verluste in Kauf. Die Altersteilzeit ist ja nicht umsonst. Die Forderung nach der Altersteilzeit finde ich auch sehr wichtig. Es ist auch wirklich eine hohe Nachfrage, jedenfalls in unserem Betrieb da. Ich würde es allen Kolleginnen und Kollegen gönnen, nach einem langen Arbeitsleben auch wirklich dann in Ruhe ausscheiden zu können und was natürlich auch ein bisschen damit zu tun hat, dass sie sich wirklich auch leisten können. Ich wünsche mir für diese Tarifrunde, dass natürlich unsere Forderungen erfüllt werden. Wir sind auf jeden Fall auch bereit, auf die Straße zu gehen, gerade auch im Bereich der Jugend. Wir wollen diese Bildungsteilzeit und wir sind viele. Die Mitarbeiter sind bereit dafür, auch in Warnstreik zu gehen, um die Forderungen der IG Metall entsprechend zu unterstützen. Wenn es am 27. Januar in Düsseldorf bei der nächsten Verhandlungsrunde kein konkretes Angebot gibt, dann wird es ab dem 29. Januar flächendeckend in NRW Warnstreiks geben und das haben die Arbeitgeber zu verantworten. Macht mit, ihr seht, dass wir hier was Gutes anfangen, was auch euch was angeht. Zeigt einfach mit uns, dass wir stark sind. Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die nicht in IG Metall sind, sind natürlich zwingend dazu aufgefordert, in den Eingang zu treten. Und ich glaube, der Aufwand, den man monatlich betreibt, wenn man nur den Beitrag rechnet, der ist so gering und man hat so viele Vorteile und ich glaube, es ist einfach nur ein Gewinngeschäft. Ich empfehle auf jeden Fall, in die IG Metall einzutreten, weil nur so kommt man weiter. Die IG Metall, die unterstützt halt die Interessen und Anliegen der Arbeitnehmer und das ist halt sehr, sehr wichtig, weil so jemanden braucht man, der da einem weiterhilft.